Markus Jotzo ist ein sehr inspirierender Mensch und man spürt ihm an, dass er seine Berufung gefunden hat. Als Experte für Selbst- und Mitarbeiterführung ist er leidenschaftlich unterwegs, um Führungskräften die richtigen Tools an die Hand zu geben, um sehr gute Führung zu erlernen. Das macht er als Autor von mittlerweile 5 Büchern, als Redner, Trainer, Blogger und Podcaster. Markus gibt viele Tipps in diesem Interview und erzählt auch offen von seiner bisher größten Krise. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Hallo liebe Zukunftsbauer, Mittwoch ist und es ist Zeit für Bau dir deine Zukunft. Ich habe heute einen sehr langjährigen Kollegen bei mir im Podcast, worüber ich mich sehr, sehr freue, weil ich schon lange mal gefragt habe, ob er nicht in meinem Podcast zu Gast sein mag. Und er war immer so beschäftigt und jetzt freue ich mich sehr, dass es klappt. Und er ist Experte für Mitarbeiterführung und für Selbstführung. Ich grüße dich herzlich, lieber Markus Jotzo. Hallo Silvia, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, von Herzen gerne. Lieber Markus, du bist ja schon lange unterwegs als Führungskräftetrainer. Du bist als Redner unterwegs, als Autor, Blogger, Podcaster. 5 Bücher hast du auch noch geschrieben. 250 Blogs, 60 Episoden an Podcast. Krass. Wie schaffst du das? Du hast mehr Episoden im Podcast. Du hast über 100. Ich habe nur 60. Naja, ich mache das ja jetzt auch schon 2 Jahre, gell? Und jede Woche. Ja, ich mache es auch 2 Jahre, aber nur jede zweite Woche. Siehst ja, wie schaffe ich das? Immer wieder steht der Tropfen und höhlt den Stein. Ist, glaube ich, die Botschaft. Ich bin seit 15 Jahren selbstständig. Den Blog habe ich seit 2 Jahren, die Bücher schreibe ich seit 2010, das sind auch schon 10 Jahre. Also immer wieder einfach seiner Inspiration und seiner Lust und Leidenschaft folgen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, um auch über einen längeren Zeitraum Leistung zu bringen, dass du etwas findest, wofür du brennst, wo du sagst, das ist toll, das begeistert dich. Und das ist bei mir eben das Thema Kommunikation und Führung. Ich hatte am Freitag jetzt mein erstes Live-Training wieder mit einer Gruppe. Wir haben im Freien gearbeitet und das war so schön, mal wieder live Menschen zu sehen, die Führungskräfte sind und die Themen haben und die Fragen haben und besser werden wollen. Und das ist einfach meine Leidenschaft, Menschen dabei zu helfen und dann zu sehen, wie sie nicken, wie sie Aha-Effekte haben. Und das ist das, was mich immer wieder antreibt. Das ist ganz wunderbar. Damit hast du mir auch gleich schon die Frage beantwortet, was deine Vision ist, warum du unterwegs bist. Weil das ist so schön, wie du das sagst. Also der Lust folgt dem Spaß, der Freude, damit man auch durchhalten kann. Genau. Markus, was waren denn so deine 3 wichtigsten Stationen, um das zu werden, was du heute bist? Puh, wichtigsten Stationen. Also bestimmt wurde der Grundstein in meiner Kindheit, meiner Jugend gelegt, sage ich mal. Und ist da viel zu erzählen, aber ich hatte einen selbstständigen Vater, der immer sehr fleißig war und immer sehr viel gearbeitet hat. Das war bestimmt für mich ein Vorbild. Meine Mutter war auch sehr fleißig. Die hat zwar in Anführungsstrichen, bis ich 22 war, nur den Haushalt und uns 4 Kinder großgezogen. Aber 4 Kinder, Hut ab. Ist eine kleine Firma, ne? Ist ja nun nicht so. Aber hallo, erst recht mit solchen Kindern. Okay. Glaube ich das? Natürlich war ich der Dritte. Ne? Beim Dritten klappt die Erziehung immer am besten, sagt man. Habe ich mal gehört. Aha. Und ich glaube, dass ich so Vorbilder hatte, auch fleißig zu sein. Ich wollte auch gerne, dass meine Eltern zufrieden sind mit mir. Da war sicher auch, irgendwelche Psychologie steckt da sicherlich auch drin. War aber auch in der Schule immer gut. Habe dann eine Ausbildung gemacht, war da auch sehr gut, habe dann ein Studium gemacht, das war auch prima, war ein Jahr in der USA. Im Nachhinein glaube ich, dass das sehr
hilfreich war, einfach diese Auslandserfahrung zu haben für die Persönlichkeit, um reifer zu werden, um auf sich alleingestellt zu sein in einem fremden Land. Ich war in der USA, aber letztendlich, glaube ich, ist das egal. Ich habe mal eine Mitarbeiterin gehabt, die war in Holland und da hat sie halt dann, Holland hat auch eine ganz andere Kultur, ja. Ich glaube, dass das mich alles geprägt hat. Und dann habe ich, da war ich erst in den 30ern, also in meinen 30er Jahren, da habe ich dann mehrere Kurse mitgemacht bei einer Trainingsfirma, die hatte holländische Wurzeln. Und da ging es darum, einfach hinzuschauen, was ist eigentlich deine Leidenschaft im Leben, was machst du, machst du es gern, was möchtest du wirklich gern und mit brennender Leidenschaft tun. Und habe da mehrere Kurse gemacht, wo es auch um das Thema Selbstverantwortung ging. Das war sicher ein Meilenstein. Die Firma gibt es heute nicht mehr, leider. Aber ich glaube, dass so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, was heute durch Podcasts und Gedankentanken oder Creator, wie sie jetzt heißen, ja, vorwärts und zurückläuft im Internet, das gab es ja damals vor dem Internet für uns noch kaum, außer vielleicht in Büchern und vielleicht auf Kassetten oder auf CDs später. Ich weiß das ganz genau, ja, absolut richtig. Und heute ist das alles hier in deinem Podcast, in meinem Podcast, in kostenlosen YouTube-Videos, alles ja auf Mausklick sofort verfügbar. Und das war, glaube ich, das war Anfang der 2000er, als ich diese Kurse gemacht habe und habe da auch für mich gesagt, ich möchte als Trainer, als Coach arbeiten, ich möchte Menschen befähigen, mehr aus sich zu machen. Das war mein Start in die Selbstständigkeit. Was hat dich denn bewogen, diese Kurse zu machen? Du warst ja lange Jahre selber Führungskraft bei Unilever, wenn ich es jetzt richtig parat habe. Was hat dich denn bewogen, sage ich mal, diesen Schritt zu wagen, bei einem gut dotierten Job, wo man gut aufgehoben ist, in einem großen internationalen Konzern, zu sagen, nee, das ist es jetzt nicht mehr, auf Wiedersehen? Also du hast ja zuerst gefragt, was hat mich dazu bewogen, die Kurse zu machen? Ja. Die werden ja von den verschiedensten, auch unserer Kollegen angeboten. Ich nenne jetzt nochmal Christian Bischoff als einen, wobei ich bei ihm noch nicht war, aber vielleicht gehe ich auch nochmal hin. Dass man wirklich einfach spürt, bin ich mit dem zufrieden, was ich jetzt gerade mache. Ich habe ein Seminar gegeben, das hieß, war das jetzt schon alles? Ich glaube, das ist so eine ganz gute Frage, die man sich stellen kann oder Absolut. Die deine Hörer sich stellen können. Duzt du euch deine Hörer oder siehst du sie? Ich duze sie. Also mittlerweile duze ich sie. Okay. Ich habe lange gesitzt, aber ich bin mal angeschrieben worden von einem meiner Hörer und der hat gesagt, also Silvia, du bist uns so nah, du kannst uns locker mal duzen. Ich habe gesagt, okay. Das finde ich jetzt eine sehr nette Aufforderung. Also duze ich einfach mal mit. Also eine Frage, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch stellen könnt, ist, war das jetzt schon alles? Reicht euch das? Und das heißt nicht, dass das kann einem ja reichen, ne, was auch immer man hat. Man kann, wie du sagst, dieses kleine Familienunternehmen haben mit einigen Kindern und Enkelkindern. Man kann eine Firma gründen mit Mitarbeitern oder man kann selbstständig sein oder nur ein, zwei Mitarbeiter haben, so wie ich. Ich glaube, gibt es kein richtig oder falsch, sondern jeder hört da am besten einfach hin, was in ihm lodert und vielleicht auch brodelt. Und dann braucht es entweder eine Veränderung, oder auch nur, dass man sich das Hobby, die Gitarre wieder vom Speicher holt oder das Mountainbike aus dem Keller oder und ein verschüttgegangenes Hobby wieder reaktiviert. Ich glaube, das ist gar nicht so das Entscheidende, ob es jetzt ein neuer Beruf ist. Das kann sein. Es kann aber genauso gut auch eine lustvolle Lebensfacette sein, die man sich nicht getraut hat, auszuleben. Absolut. Dann kann man idealerweise so einen Kurs machen, kann man auch einfach googeln, finde dein Glück oder wie auch immer die jetzt heißen. Ich weiß nicht, ob es jetzt einen gibt, der so heißt, ja. Ja, wissen, wo es lang geht, ist einer von mir, den kann man zum Beispiel auch machen. Ne? Ja. Da geht's ja immer darum, da geht es ja genau darum, diese Fragen stellen sich ja meine Klienten ganz häufig. Kann das alles gewesen sein oder ich spüre mich gerade nicht mehr, ich habe Sehnsucht nach Leben. Genau. Wohin soll es eigentlich gehen? Ich habe keine Idee gerade. Und das ist der erste Schritt, dass diesem Gefühl, was da im Bauch so rumort, zu folgen, indem man sich entweder Bücher kauft und sie übrigens auch liest, ja, nicht nur kauft. Ich bin jemand, ich kaufe ganz viel Bücher, aber zeitweise auch, dann lagen die dann nur im Regal rum, ja. Also auch lesen diese Bücher. Ich habe übrigens auch eins geschrieben, was in die Richtung geht, das heißt, tu, was du nicht kannst.
die Unendlich-Stolz-Formel. Da geht es auch darum, zu schauen, was will ich eigentlich anfangen? Das ist mein drittes Buch. Das war nicht mein erstes, sondern mein drittes, nachdem ich schon eine Weile das gemacht habe, was ich heute mache. Weil das so auch das einfach war, was ich glaube, was vielen so geht. Du hast gesagt, ich war bei Unilever und du hast gefragt, wie macht man sich da selbstständig, ja, und gibt den gut dotierten Job auf. Genau, das hat meine Mutter auch zu mir gesagt, Junge, willst du denn den gut bezahlten Job aufgeben? Und für mich war das damals einfach eine Logik, weil ich entdeckt hatte, was in mir brennt, habe mich ausgebildet, habe verschiedene Ausbildungen gemacht, habe dann auch assistiert bei Kollegen, die ich damals dann schon kennengelernt hatte, habe meine ersten eigenen Kurse gegeben und habe so mich Stück für Stück dann immer weiter ausgebildet und einfach das gemacht, wonach mein Herz oder wozu mein Herz mir geraten hat. Sehr schön. Sehr schön. Also es war wirklich so ein Step-by-Step, so ein Erkenntnisgewinn, auch durch Kurse, erstmal so ein Gefühl in einem, so ganz stimmt's nicht mehr, so ganz passt's nicht mehr, und sich dann auf den Weg zu machen und das zu erforschen. Und je näher wir natürlich unserer Leidenschaft, unserer Überzeugung, unserem Warum, wie man heute so gern sagt, kommen, umso schöner ist es. Was glaube ich ganz entscheidend ist, ist darauf zu hören, und dann diese Anziehungskraft des Alten zu überwinden. Also vielleicht kann man uns alle vorstellen, wenn eine Rakete von der Erde abhebt, dann ist ein Großteil der Energie wird dafür verbraucht, diese Erdanziehungskraft, diese ersten Meter und Kilometer zu überwinden. Da geht der Großteil des Treibstoffs, geht's dafür drauf. Und das ist die Gefahr, die auch ich hatte. Ich war bei Unilever, hast du gesagt. Ja, ich war im Marketing, ich hatte einen tollen Job. Wenn ich es jemandem erzählt habe, habe ich gesagt, ich arbeite beim Marketing, im Marketing bei Unilever. Und dann, oh, bei Unilever, Marketing, was machst du denn da? Und hatte da mehrere Millionen Budget zur Verfügung, wo wir dann TV-Spots geschaltet haben und neue Produkte entwickelt haben und so weiter. Also es hört sich alles super toll an. Und die Gefahr ist dann, wenn das alles so gut ist, Gehalt so gut ist, dass so ein toller Ruf ist. Und wenn man das erzählt, dann gucken die Leute nicht mit offenem Mund, ja, so toll ist es jetzt auch nicht, aber schon so, aha, cool, hört sich echt toll an, das da geschafft zu haben, zu so einer Position. Und dann ist das die Gefahr, dass man dieses Gute sozusagen weitermacht, weil das sehr Gute, das Faszinierende, das Leuchtende, was in einem brennt, das ist dann umso schwieriger anzustreben, weil das Alte einen festhält. Wie die Erdanziehungskraft in die Rakete. Da braucht man viel Energie für einen selbst, sich aufzumachen und dann noch sein Umfeld zu überzeugen, dass das einen nicht zurückhalten möchte. Natürlich. Natürlich, die sind ja auch immer auf Sicherheit bedacht. Das ist mir ja auch nicht anders gegangen, als ich nach 14 Jahren aus meinem, das mir mitgehörte IT-Unternehmen ausgeschieden bin. Da haben ja die Leute auch gesagt, Ende 2002 bin ich und mein Mann da rausgegangen aus dem Unternehmen. Und gesagt, zwei Vorstandsposten gibt's ja auf und zwei sichere Gehälter, ja spinnt's ihr. Und er gesagt, ja, du musst doch schon sehr beseelt sein und entsprechend bekloppt sein, dass du einfach an das glaubst, was dann kommt. Und da bin ich sehr bei dir, dass du bist je sicherer und kannst mehr das Alte verlassen, je mehr du weißt, was dich zieht. Ja, das, also ohne das geht's natürlich nicht. Das muss man natürlich schon entdeckt haben in sich. Genau, und das ist sehr klug, das vorher eben einfach zu tun. Und ich baue ja immer viele Zukunftshäuser und jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit habe ich wieder zwei gebaut. Ein Leistungsträger in einem großen Automobilzuliefererkonzern, der gesagt hat, es macht mir einfach gar keinen Spaß mehr. Aber was mir Spaß macht, das muss ich erforschen. Ja. Und das haben wir dann halt erforscht miteinander. Genau. Ja. Manche wissen das schon sehr schnell oder hat sich über die Jahre ja auch entwickelt. Das finde ich, ja. Ich wache plötzlich auf und will plötzlich Führungskräftetrainer werden. Also so geht das nun auch nicht. Das ist ja was wirklich über Jahre rumort. Und bei mir war das zum Beispiel, dass ich, also im Nachhinein kann ich das sagen, das war mir damals nicht bewusst, aber ich glaube, ich wurde in meinem Leben immer mal wieder nicht gut geführt. Mhm. Und deshalb ist auch mein inneres Brennen, dafür zu sorgen, dass einmal es die Führungskräfte leichter haben, dass die Instrumente an die Hand bekommen, wie sie das denn gut machen können.
Und das ist das, was ich direkt mache und dass aber auch Mitarbeiter dadurch natürlich davon profitieren, fair, gern auch herausfordernd, gern auch mal in schwierigen Situationen, wo die sich krumm machen müssen, aber immer fair und wertschätzend geführt werden. Und so ist das was, was ich sozusagen, ich bin jetzt 51, was ich wahrscheinlich seit 40 Jahren schon in mir trage, diese Sehnsucht nach guter Führung. Und jetzt kann ich selber machen mit meinen Mitarbeitern und kann es meinen Kunden beibringen, dass sie das dann mit ihren Mitarbeitern machen. Und mit sich selbst, das ist natürlich das andere, ne? Sich selbst gut führen. Ja. Also ich glaube, ohne Selbstführung geht's nicht. Du hast vorher so schön gesagt, manche denken nur an das eine oder an das andere. Das finde ich auch eine spannende Geschichte. Also einmal nur sich selber zu vergessen und nur die Mitarbeiter zu führen, das ist genauso wenig sinnig, wie eben nur immer an sich zu denken. Genau. Es wird wahrscheinlich wie so immer die Mitte machen, damit man entsprechend gut zurechtkommt. Was sind denn da so, lass mich anders was fragen. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz zu dir zurückspringen. Du hast dich ja dann vor 15 Jahren selbstständig gemacht und meine Erfahrung ist, selten geht es dann sofort wie ein Turbo nach oben und jeder bucht dich und jeder braucht dich. Wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis du ein stabiles Geschäft aufgebaut hast? Ja, bei mir ging das natürlich sofort nach oben los, Silvia. Gratuliere! Also bei mir war das wahrscheinlich genauso. Also ich hatte... Ich habe mich im August, hatte ich meinen letzten Arbeitstag bei Unilever. Da habe ich im September meine Homepage gebaut mit jemandem und habe dann, glaube ich, im Oktober, November habe ich dann jeden Monat ein Training gehabt. Aber immerhin schon mal ein Training. Und dann habe ich am Anfang, in dem ersten Jahr, da kamen dann weitere Trainings und Coachings dazu. Und dann habe ich über einen Kontakt eines befreundeten Trainers dann einen Kontakt zu einer Unternehmensberatung bekommen und habe dann für die Beratungsprojekte gemacht. Nicht so viele, das waren, glaube ich, 3 oder 4, vielleicht jeweils mit 10 oder 15 Tagen ungefähr. Und da habe ich gemerkt, das war alles in dem ersten Jahr oder in den ersten 2, 2,5 Jahren vielleicht. Und habe da schon mal gemerkt, Unternehmensberatung willst du auf keinen Fall machen. Das war mir zu viel Analyse. Dann ging es auch darum, Mitarbeiter abzubauen in mindestens 2 von diesen 4 Projekten. Und da habe ich gesagt, nee, da will ich nicht dran beteiligt sein. Das ist klar, da gibt es einen Bedarf dafür, das ist mir schon klar, dass man optimiert und die neuen IT-Technologien nutzt, die es gibt. Aber da wollte ich, das war nicht mein Ding. Was mir da immer am meisten Spaß machte, war, mit den Menschen zu tun zu haben. Und das mache ich ja in den Seminaren, in den Trainings. Und insofern hatte ich genug gespart, um ein Jahr null Einkünfte haben zu können, aber ich habe das nie gebraucht. Insofern hatte ich auch einen recht guten Start, auch wenn es ja nicht durch den Himmel gegangen ist, aber ich habe von Anfang an genug verdient, um davon zu leben. Das war natürlich deutlich weniger als heute, na klar. Keine Ahnung, also nicht 10%, aber deutlich weniger, vielleicht ein Viertel oder so, schätze ich jetzt mal. Oder ein Drittel, ich weiß das nicht so genau, aber es war immer halt so viel, dass ich genug hatte. Damals hatte ich aber auch noch natürlich auch noch kein Haus und keine Kinder. Insofern verdiene ich heute mehr, aber ich habe auch mehr Ausgaben. Ja, insofern, wie du wissen, du wirst älter, verdienst mehr, aber es geht trotzdem alles weg. Ja, das war ein Kopfsprung, gell? Also ich habe sozusagen, lass mich das nochmal anders sagen, ich habe sozusagen ganz viel mein Netzwerk genutzt, habe ganz viel natürlich auch meine Unilever-Kompetenz genutzt. Ich habe dann Kunden von Unilever angesprochen und gesagt, willst du nicht deine Mitarbeiter fit machen, willst du sie trainieren, wie sie mit Kunden wie Unilever, wo ich gearbeitet habe, und anderen besser umgehen können, sie besser halten und sie auch besser gewinnen können. Das war mein Start in die Selbstständigkeit und da konnte ich quasi meine alte Kompetenz direkt mit reinbringen. Und ich habe, wie gesagt, Netzwerke genutzt und war aber auch flexibel, dass ich zum Beispiel diese Beratungsprojekte angenommen habe, wo ich ja dachte, ich bin ja kein Berater. Aber auf der anderen Seite 9 Jahre Berufserfahrung in einem Konzern schult schon ungemein. Das ist einfach, ich glaube, dessen können wir uns auch, also an euch, liebe Hörer, Hörerinnen, ich glaube, in jedem von uns steckt eine unheimliche Menge an Erfahrung, Wissen, auch Scheitererfahrung. Und die können wir
bei allem, was wir jeden Tag tun, immer wieder verwenden, zum Teil unbewusst. Aber immer wieder spreche ich mit Kollegen von Unilever, die auch sowas machen oder die vielleicht auch Berater sind und die sagen so, und dann erzählst du denen mal so einen einfachen Step, guck dir das Ziel an, den Status Quo, das Gap und erarbeite Lösungen, ja? Und dann gucken die so, ah ja, das ist eine tolle Idee. Und dann sind sie erst logisch, wie soll denn sonst vorgehen, ja? Also diese Erfahrung, die wir mitbringen aus den letzten 10, 20, 30 Berufsjahren, oder vielleicht auch 5 oder auch 20 Lebensjahren, wenn das Leute hören, die erst 20 sind oder Anfang 20 sind und was Neues bauen wollen, eine Zukunft bauen wollen. Auch oder die, starten, ne? Also ja, die starten ins Berufsleben starten. Also die haben ja auch unheimlich viel Erfahrung aus dem Sportverein, aus dem Engagement hier oder da, aus der Schule, als was sie gemacht haben. Jeder hat ja irgendwas gemacht oder hat ein leidenschaftliches Hobby gehabt, wo er für gefiebert hat jahrelang. Also sich seiner eigenen Stärken bewusst zu sein, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und nicht zu sagen, ja, ich kann ja noch gar nichts, sondern hinzugucken, was kann ich denn alles? Was habe ich denn absolut für Freunde, mit denen ich wuchern kann? Ja, absolut, bin ich 100% bei dir. Das ist auch einer meiner wichtigen Säulen im Zukunftshaus. Also was sind meine Talente? Was kann ich denn mit in den Ring werfen? Was fällt mir denn leicht und all sowas? Und ab und an mache ich das auch mal mit jungen Leuten, die dann sagen, ich weiß überhaupt nicht, soll ich studieren oder eine Lehre machen oder... Und ich kann mich noch gut erinnern an einen Freund, der gesagt hat, unsere Tochter, die hängt jetzt nur noch zu Hause rum, die hat ein Studium begonnen und das hat überhaupt nicht funktioniert, das war überhaupt nicht ihre Leidenschaft. Mhm. Und kannst du nicht mal mit der reden. Ja, wir haben ein Zukunftshaus gebaut und danach war es klar. Und das war so schön zu sehen. Ja, auch in jungen Menschen steckt so viel Kompetenz und bereit so viel Vorstellungskraft auch von dem, was möglich ist. Du hast eine Sache noch gesagt, Markus, Scheitererfahrung. Finde ich ein sehr schönes Wort. Wie gehst denn du um mit eben, Hindernissen oder wirklich mal so hinfallen, Geschichten? Was ist so deine Erfahrung daraus? Was machst du, damit es nicht zu lange dauert oder du schnell wieder rauskriechen kannst? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich ja auch Krisen durchlebt habe oder so mal insbesondere eine durchlebt habe, erzähle ich gleich mal von, wo es für mich gar nicht leicht war, da rauszukommen. Ich war mit meiner Frau 10, 12 Jahre verheiratet. Wir haben auch zwei großartige Kinder, die ich natürlich noch regelmäßig, oder was ist für mich natürlich noch regelmäßig sehe und ganz, ganz viel Zeit mit denen verbringe. Aber das war schon sehr übel. Also als die weggezogen sind von Hamburg, meine Frau ist in ihre alte Heimat zurückgezogen. Dann war ich hier alleine in Hamburg in meinem Haus und habe so gedacht, so, scheiße. Also erstmal habe ich nur blöd dagestanden. Erstmal habe ich es gar nicht gemerkt. Aber dann nach so 2, 3 Monaten weiß ich, dass ich dann eines Tages da stand und sagte, so Mist, ja. Du bist hier hast hier ein tolles Haus in Hamburg mit Garten und mit Schaukel und Trampolin und Sandkasten, aber keine Kinder mehr hier wohnen. Also das war schon... Das war so eigentlich meine erste richtige Krise in meinem Leben. Von mir aus kann es die letzte bleiben. Das war schon echt sehr heftig. Und ich habe dann mit einem Freund gesprochen, übrigens auch der, mit dem ich meine ersten Trainings zusammen gemacht habe. Ich habe gesagt so, Mensch, das ist alles so blöd. Und dann hatte ich auch eine Phase, wo ich so im März, und April, weiß ich noch, da war meine Frau ein halbes Jahr ausgezogen, meine Kinder waren ein halbes Jahr weg. Und dann hatte ich auch in den 2 Monaten relativ wenig Aufträge. Und dann sagte der so, und ich habe mit ihm gesprochen, meinte so, Mensch, das ist so ätzend und das ist so unangenehm. Und jetzt habe ich auch so wenig zu tun. Und der sagte dann so, ja, Markus, vielleicht ist es eine gute Möglichkeit, dass du noch mehr Zeit hast, über dich nachzudenken. Ja, herzlichen Dank. Ja, er hat natürlich recht. Ja, und das Entscheidende, glaube ich, du hörst es raus, erstmal, es geht nicht, man kann das nicht, wenn man wirklich jetzt, was einem was widerfährt, was wir ja selber, habe ich ja selber dazu beigetragen, ja, ist ja nicht, dass so meine Frau irgendwie böse gewesen wäre und weggezogen ist, nein, das habe ich ja alles mitgetragen, diese Entscheidungen. Und ein halbes Jahr später ging es mir immer noch nicht gut, ja. Insofern, ich bin jetzt nicht dann jeden Tag einfach da, habe nicht rumgekrepelt und habe gesagt, jetzt kann ich nichts machen und kann doch nicht mehr performen oder sowas. Gott sei Dank nicht, denn ich hatte ja einen Job, ich hatte ja eine
eine Berufung und meine Tätigkeit als Führungskräftetrainer, die liebe ich ja nach wie vor. Die habe ich in der Phase auch geliebt. Hm. Und das war sozusagen eine Sache, was mir Halt gegeben hat. Ist natürlich meine Arbeit selbst gewesen, die mir einfach unheimlich viel Freude und Spaß gemacht hat. Insofern, das zu sehen, die Gesichter von meinen Kunden oder von den Führungskräften oder von Zuhörern im Vortrag oder der Applaus am Ende, der bestätigt ja, dass das, was ich mache, trotzdem gut und richtig ist. Das war das eine, was mir Halt gegeben hat. Also wenn ich dann irgendwie noch so einen durchschnittlichen Job gehabt hätte, dann wäre es nochmal deutlich schwieriger gewesen. Ja, also ein Grund zu sagen, ey, es macht echt Sinn, das zu suchen, wo einem das Herz aufgeht, dann ist es auch einfacher, Krisen zu meistern. Viel, natürlich viel einfacher. Gut, deswegen würde ich es jetzt nicht machen, um dann die Krise meistern zu können. Ja, ja. Aber das ist natürlich ganz grundsätzlich, was ja auch das Thema letztendlich deines Podcasts ist, dass man genau das tut. Ich frage mich immer so, es gibt ja Leute, die immer meckern, oder ich höre von Menschen, die immer so viel meckern. Und ich kenne aber fast keine, weil ich glaube, sobald ich also den rieche, dass da so einer ist, dann höre ich auch mit dem zu interagieren und treffe mich mit anderen Leuten. Also meine Freunde sind nicht so, dass die über das Leben meckern oder Corona oder, ich meine, Corona finde ich schon ätzend, ja. Aber dann werde ich nicht jeden Tag davon erzählen und jeden Tag mich cremen, sondern ich stürze mich dann eher in meine Projekte, in meine Blogs, die ich schreibe oder Buchprojekte oder sowas, wo ich dann sagen kann, ah, hier kann ich das machen, was ich gut kann. Also wie gesagt, das eine ist die Leidenschaft. Und das andere, was glaube ich ganz wichtig ist in der Krise, ist Menschen zu haben und sich Menschen anzuvertrauen, denen man eben selbst nahesteht. Dass man dann eben nicht cool bleibt oder versucht, das alleine durchzustehen, sondern sich immer wieder austauscht. Ich weiß noch, dass ich nach meiner Trennung auch viel mit anderen gesprochen habe, die eben auch geschieden waren. Also, wie haben die das gemacht? Meine größte Sorge war, den Kontakt zu meinen Kindern zu behalten. Und ich fahre halt jedes zweite Wochenende bin ich bei meinen Kindern, die wohnen im Schwarzwald. Das ist ziemlich weit. Ich fahre 6-7 Stunden mit der Bahn darunter, alle 2 Wochen. Aber es ist halt für mich überhaupt nicht anstrengend. Also mental zumindest. Ich glaube, der Körper ist ja schon ein bisschen dabei, ein bisschen Energie dafür draufgeben muss. Aber es ist für mich überhaupt nicht schwierig, weil ich einfach auch da wieder das tue, was meine Leidenschaft ist. Und ich verbringe mehr Zeit, viel mehr Zeit mit meinen Kindern als vor der Trennung. Durch dass ich ganz viele Wochenenden habe, die ich zu 100% bei meinen Kindern bin. Dass ich die Urlaube habe, die ich zu 100% mit meinen Kindern verbringe. Also um meinen Kindern näher zu kommen, ist natürlich jetzt total bescheuert. Ja, also liebe Hörer und Hörerinnen, ja, macht nicht so einen Scheiß und sagt, ich muss mich von meinem Partner oder von meiner Partnerin trennen, um Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Da habe ich einfach vorher auch wahrscheinlich nicht die besten Entscheidungen getroffen, um genug zu investieren in die Beziehung und mehr gearbeitet, als vielleicht richtig war. Es gab sicher auch noch andere Gründe, ja, nicht nur die Arbeit. Ja. Aber das ist zum Beispiel das andere, meine Leidenschaft, meinen Kindern nahe zu sein, die lebe ich mehr als vorher. Wir telefonieren fast jeden Tag, machen FaceTime, verbringen die Wochenenden miteinander. Ich habe 7 Wochen im Jahr, bin ich mit meinen Kindern zusammen, wenn die Ferien haben. Das ist einfach, das ist grandios. Also das ist für mich wichtig. Und die Trennung ist überhaupt kein Grund, meinen Kindern nicht nah zu sein. Im Gegenteil, ich bin denen noch näher als vorher. Und ja, ja. Mhm. Genau, mein zweites, ein bisschen abgewichen. Das zweite war, neben dem Job, der mir Spaß gemacht hat, wo ich entsprechend auch mich einbringen und auch Kraft draus ziehen konnte, durch das Feedback von meinen Kunden und den Teilnehmern, sind die Beziehungen zu Menschen. Ich glaube, das zweite ist wahrscheinlich sogar das Wichtigere als das mit dem Job, weil Menschen das die entscheidenden Faktoren sind, um Krisen zu durchstehen. Und dann gibt es, glaube ich, noch so ein paar andere Sachen. Einfach was für Gedanken lasse ich in meinen Kopf? Also ich habe früher begeistert immer Tagesthemen geguckt, früher im Studium noch mit Uli Wickert, ja, war ich ein Riesenfan, den zu sehen. Und heute konsumiere ich quasi keine Nachrichten mehr. Also ich gucke selbst gezielt hier und da, aber ich weiß zum Beispiel die Corona-Fälle und in welchen Ländern das Schlimmste ist, weiß ich nur von Freunden. Aber ich gucke nicht selber ins Internet und suche mir diese Nachrichten. Ich erfahre da immer mal wieder was. Auch dass in Hamburg jetzt wohl nur noch so 2-3 Fälle am Tag sind, oder neulich wohl auch mal 0 Fälle ein paar Tage nacheinander. Das weiß ich, weil andere mir das erzählen. Also
und den Nachrichten, wenn ihr, liebe Hörer, einfach mal gucken wollt und macht mal einfach euren Nachrichtenkanal auf, online oder auch gern im TV, wenn das jemand guckt, macht doch mal eine Strichliste, was sind gute Nachrichten, wo jemand von Positiven erzählt, wo es irgendwie weitergeht, wo man sieht, hey, da sind Chancen, da sind Möglichkeiten, die ergriffen werden, und wie viele Nachrichten sind über Terror, Mord, Tote, schlechte politische Entscheidungen, Betrug und so weiter. Immer wenn ich mal nachgucke vor Vorträgen oder vor Seminaren, um mal kurz zu checken, ob sich das geändert hat, 8 von 10 sind negativ. Und die lasse ich nicht in meinen Kopf rein. Was ich stattdessen mache, ich habe so ein Dankbarkeitsbuch, wo ich vielleicht nicht jeden Tag, aber so 5 bis 7 Mal vielleicht pro Woche was reinschreibe. Was ist mir heute Tolles widerfahren? Meinen Kindern mache ich das zusammen, die kritzeln dann auch mal was rein, was haben wir Tolles gemacht, dann malen die da bunte Bilder rein, schwarz-weiß Bilder meistens oder blau-weiß, vom Eis oder vom Spiel, das wir gespielt haben. Und das ist was, was mir einfach eine positive Energie gibt. Ich könnte auch genauso viel jeden Tag reinschreiben, was heute ätzend war. Also das könnte ich auch. Keine Ahnung, vorhin heute Vormittag könnte ich auch 3 Sachen ausschreiben, die mir Vormittag nicht gelungen sind. Ja, da habe ich vermittelt. Aber das mache ich nicht. Ich schreibe das Positive auf. Sehr klug. Bin 100% bei dir. Deswegen habe ich den Smile Collector entwickelt. Das ist ja so eine Web-App. Und ich nenne den immer also Lächelsammler, wo man jeden Tag eben reinschreiben kann oder wann auch immer man Lust hat, was einem Gutes passiert ist, worauf man stolz ist, für was man dankbar ist. Und genau. Ich glaube, wenn wir das mehr lernen, dann haben wir wirklich eine andere Lebensqualität. Weil wir dann wegkommen von dem, was uns automatisch passiert, nämlich das, was du vorher gesagt hast, diese schlechten Geschichten, die merken wir uns ja sowieso viel besser. Die sind ja mehr wie Pech, ne? Die pappen an einem, und ich kenne genügend Menschen, die brauchst bloß anstichen, ein Stichwort geben, dann haben die eine Story von vor 20 Jahren noch parat, wo irgendwas schiefgegangen ist. Entweder sie kasteien sich immer noch selber oder sie klagen jemanden an, weil. Ne? Die nehmen die ganzen Altlasten mit. Genau, und so viel besser ist es, und das kann man nicht einfach loslassen, sondern das kann man aber in dem üben, indem man immer wieder die guten Gedanken ausschreibt und, wie du sagst, keine Nachrichten anschaut oder so krasses Zeug, was einen nur runterzieht, dann lieber einen Podcast hören und Dankbarkeitsbuch schreiben, genau. Nur als Ergänzung, es gibt ja Online-Typen, für die wäre dann das, was du hast, genau das Richtige. Ich bin so ein, ich habe da halt so ein schönes Büchlein, das ist so eingebunden, das kostet zwar auch 20 Euro, aber das hält auch fast 2 Jahre, bis das voll ist. Und meine Kinder haben auch ein Dankbarkeitsbuch. Das heißt, ich bringe meinen Kindern auch schon bei, die sind nicht so diszipliniert wie ich, die schreiben dann nicht so oft was rein, aber immer wieder, wenn wir zusammen sind, dann nehmen wir unsere Bücher zusammen rein, die malen dann Bild oder schreiben, schön, dass Papa da ist, letztendlich egal, was sie reinschreiben, aber so diese Denke, das finde ich gut, das unseren Kindern auch weiterzugeben. Die können das dann schon früh aufsaugen und lernen schon früh, sich auf positive Sachen zu konzentrieren. Absolut, absolut. Ein sehr, sehr schöner Impuls, lieber Markus. Jetzt würde ich gerne weiterspringen zu deiner Expertise. Du hast ja 5 Bücher geschrieben, unter anderem ein ganz frisches, Uns kann keiner was. Das finde ich ja vom Titel her schon mal ganz schön keck. Und da geht es ja um Teams und einen Haufen Tipps und Kniffe für Führungskräfte. Wie bist du auf die Idee gekommen? Im Prinzip sind die Gedanken des Buches sind eigentlich so, dass die Erfahrung der letzten Jahre oder meine Gedanken, / Erfahrung der letzten Jahre, weil meine Kunden, die Führungskräfte, da geht es ja immer mehr um Veränderungen, immer mehr um entsprechend auch diese Unsicherheiten, die Mitarbeiter, die Führungskräfte selbst und auch die Mitarbeiter, die ganzen Unternehmen haben, in diesem digitalen Umfeld, was sich immer schneller wandelt, zurechtzukommen. Und wenn ich was schreibe, das war bei den anderen Büchern aber auch schon so, dann ist mein Fokus immer, Praxistipps zu geben. Großlassen für Führungskräfte, da geht es um das ist für die ehrgeizigen Führungskräfte, die zu viel selbst machen und zu wenig delegieren, zu wenig auch Vertrauen ihren Mitarbeitern. Wie kann man systematisch Vertrauen mehr abgeben, um mehr Zeit haben für die echten Chefsachen? Da gab es mal in der Rezension, das wurde ja sogar auch, da muss ich ein bisschen ja mich selbst loben, das wurde ja Trainerbuch des Jahres, zu meiner völligen Überraschung, ja, plötzlich von der
bei der GSA Convention damals dabei war. Ich kann mich gut erinnern daran. Und plötzlich da der Trainerbuch des Jahres, Markus Jutz so loslassen, wir fühlen sich so, hä? Weil im Vorjahr noch ein Kollege sagte, mit dem ersten Buch kann man das nicht schaffen. Da war ich so, okay, mit dem ersten Buch kann man das nicht schaffen. Und den Glaubenssatz hat er natürlich gleich verinnerlicht. Darum, ich habe es ja nicht für den Preis geschrieben. Aber es ist halt, bei mir geht es immer um Praxis. Ja, wenn ich was erzähle, dann will ich, dass die Leute hinterher was umsetzen. Wenn ich einen Vortrag halte, dann sind da konkrete Praxistipps dran und nicht nur Geschichten, die sich gut anhören. Und das Gleiche ist halt bei dem Buch drin, ist letztendlich eine Essenz meiner Gedanken zum Thema Change. Wie kann man eine Kultur erarbeiten in Unternehmen, die change-affin ist? Also sag mal ein Beispiel. Meine ideale Führungskraft kümmert sich um ihre Mitarbeiter, nimmt sich immer wieder Zeit für ihre Mitarbeiter, um auch denen zuzuhören und bei denen zu sein, wenn die selbst unsicher sind. Und ich glaube, das ist was, ich höre immer wieder von Führungskräften, ja, ich habe keine Zeit. Die haben ja auch wenig Zeit, ist ja auch klar, also keine Frage, es gibt super viel zu tun, super viele Aufgaben. Aber führen ist halt eine ihrer Aufgaben und führen heißt Zeit mit Mitarbeitern verbringen. In Dialogen, mit Zuhören und mit konkreten Fragen, die wir als Führungskräfte unseren Mitarbeitern stellen, um zu verstehen, wie geht's denen, wie ticken die, worum sorgen sie sich, neben dem Arbeitsplatz natürlich, damit die spüren, mein Chef ist bei mir. Der gibt mir zwar Herausforderungen, ja, muss auch so sein, es gibt auch Veränderungen, ja, da gibt's auch Kröten zu schlucken für Mitarbeiter, auch das gehört dazu. Aber der ist auch bei mir, der begleitet mich auf diesem steinigen Weg durch die Veränderung und nicht nur hier neuer Prozess, setz es um und zwar zack, zack. Also das finde ich super wichtig, dass Führungskräfte immer wieder, dass sie das nicht den ganzen Tag stundenlang tun können, ist mir auch klar, aber immer wieder Zeit nehmen und bei ihren Mitarbeitern sind. Dass eine Feedback-Kultur aufgebaut wird, systematisch, auch das kostet wieder Zeit, aber dass man systematisch sich Zeit nimmt dafür, Mitarbeiter zu fragen, wie zufrieden seid ihr mit meinem Führungsstil? Auch das mit konkreten Hinweisen, wo auch die stillen Führungskräfte konkrete Hinweise geben. Und am Ende des Tages dann die Mitarbeiter so zu befähigen, sich regelmäßig zu verändern. Auch dafür habe ich einen Ansatz. Nämlich die meisten, wenn es Jahresziele gibt in Unternehmen, da gibt es ja meistens, wenn die so einen Zielsetzungsprozess haben, einmal im Jahr gibt es meistens Ziele, das irgendwie ein Projekt bis dann fertig sein soll oder Umsatz erreicht werden muss. Und von mir aus kann man das weiter drin haben. Bin kein Fan von Boni. Aber ich auch nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Ziele zu setzen, das ist, glaube ich, grundsätzlich nicht verkehrt, solange sie erreichbar sind. Ja, wenn sie unerreichbar sind, ist es eher frustrierend. Und ich plädiere dafür, dass einmal im Jahr jeder Mitarbeiter sich fragt, zusammen mit seiner Führungskraft, was kann ich denn persönlich lernen? Ja. Also mal ein, zwei Beispiele. Sagen wir mal, ich habe jemanden, der ist eher so chaotisch und der ist schlecht organisiert. Dann kriegt er ein Entwicklungsziel für dieses Jahr, an seiner Selbstorganisation zu arbeiten. Dafür guckt er sich einmal in der Woche ein oder zwei YouTube-Videos an von 10 oder 15 Minuten, muss auch nicht mal Geld ausgeben, wo er einfach im Laufe dieses Jahres immer mehr Input bekommt zum Thema Selbstorganisation, natürlich auch Termine einhalten und dadurch eine gewisse Qualität erreichen. Oder jemand hat immer wieder Konflikte mit einem Kollegen in einer Abteilung. Das hatte ich zum Beispiel, als ich bei Unilever war. Und ich bin mit dem auch nie wirklich klargekommen. Wenn ich heute einen Mitarbeiter hätte, der sowas hat, dann würde ich sagen, pass mal auf, das ist ja auch nicht leicht, damit zurechtzukommen. Dann guck dir zweimal in der Woche ein YouTube-Video an zum Thema Konflikte lösen. Einmal im Monat oder von mir aus alle zwei Monate setzen wir beide uns zusammen. Und du sagst mir erstens, was hast du gelernt aus deinen YouTube-Videos? Und zweitens, was hast du mit deinem Kollegen gemacht, um die Arbeitsbeziehung, um die Zusammenarbeitsebene zu verbessern? So, und das dauert, wie lange müssen sie darüber sprechen? Sagen wir mal eine Viertelstunde, vielleicht alle zwei Monate. Lass es auch mal eine halbe Stunde sein. Aber der Mitarbeiter wird dadurch befähigt, seinen Konflikt zu lösen, besser zu kommunizieren, dadurch auch produktiver bei der Arbeit zu sein und zufriedener bei der Arbeit zu sein. So, wenn das jetzt passiert, das ist, glaube ich, der nächste Schritt, dann sind die Mitarbeiter gewohnt, jedes Jahr sich selbst zu hinterfragen und neue Dinge zu lernen. Das passiert ja heute gar nicht. Also, was heißt, das passiert natürlich schon, aber eher durch die Aufgaben der Arbeit selbst, aber nicht, also das Was, keine Ahnung, jetzt lernt jemand mit einer neuen Software umzugehen
oder einen neuen Prozess zu betreuen oder sowas. Aber das Wie wird wenig beleuchtet. Und was ich empfehle den Führungskräften, das ist ein Kapitel, mit Mitarbeitern diese Jahresziele in Bezug auf das Wie zu definieren. Zwei Beispiele habe ich gerade gegeben. Dann regelmäßig sich kurze Interaktionen mit dem Chef zu haben. Und der Mitarbeiter weiß, er muss alle 2 Monate reporten, was hat er für Fortschritte gemacht. Er muss nicht so viel Zeit investieren. Lass es eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Dreiviertelstunde pro Woche sein. Aber ich finde, das Lernen ist so wertvoll, der merkt, er kommt besser mit seinen Arbeitsbeziehungen und Arbeitsherausforderungen zurecht, ist zufriedener, freut sich, Mensch, mein Chef, der sorgt sich auch um mich, der gibt mir zwar auch eine Herausforderung, Konflikte lösen, aber der hilft mir auch, persönliche Skills zu entwickeln. Und dadurch ist er dann gewohnt, der Mitarbeiter zu lernen, ist gewohnt, sich selbst zu hinterfragen, zu verändern und weiterzuentwickeln. Und wenn dann Change kommt, wo er sich auch wieder verändern muss, wo auch wieder sich umstellen muss auf neue Sachen, dann ist der nicht so, jetzt plötzlich kommt ein Change und der hat gerade noch gar nicht die Erfahrung gemacht, dass Change und sich selbst hinterfragen sogar unheimlich sinnvoll und produktiv sein kann. Vielleicht schwierig am Anfang, auch mal ein Kuddelmuddel, aber am Ende kann man richtig stolz zurückblicken auf das, was man gelernt hat. Und das ist die Idee hinter uns kann keiner was. 55 Kniffe für Führungskräfte, das ist der Untertitel. Weil Mitarbeiter lernen, eine Feedback-Kultur zu haben, wo man mit Kollegen, mit Chefs sich offen austauscht und immer wieder lernt. Und das ist das, glaube ich, wenn so geführt werden würde, dann würden auch die Mitarbeiter besser mit Herausforderungen, mit Change, mit Veränderungen, Herausforderungen zurechtkommen. Ich bin sogar überzeugt, Markus, dass wir, wenn wir so führen, Hochleistungsteams installieren, die fast automatisch entstehen aufgrund dieser Achtsamkeit, dieser engen Führung, nicht im Sinne von, ich muss dem alles vorherbeten, sondern im Sinne von Austausch und miteinander wachsen und lernen wollen. Das ist wirklich eine ganz, ganz andere Nummer. Genau. Und mir gefällt das sehr gut. Und du hast ja auch noch einen ganz kecken Tipp drin, da musste ich gestern richtig schmunzeln, so zum Schluss. Mhm. Ne? Wenn man wirklich daran interessiert ist, eine Veränderung zu schaffen. So schaffen sie jedes Ziel. Neue Gewohnheiten etablieren, die 2 motivierenden Antreiber. Das hat mir sehr gefallen, weil ich stecke ja auch gerade in einem Projekt, mein Online-Kurs, mein 2. für Bau dir deine Zukunft. Und ich habe natürlich schon auch immer mal wieder so Phasen, wo ich denke, jetzt nicht, jetzt keine Lust und jetzt das. Und ich habe mir das gestern gleich zu Herzen genommen, deine ganzen Tipps, und habe mir aufgeschrieben, was ich erreichen will. Mhm. Was ich jede Woche dafür leisten will und was mein Schmerz wäre, wenn ich es nicht erreiche. Und vielleicht magst du selber noch was dazu sagen, was deine Erfahrung damit ist, weil mir hat es wirklich gut gefallen. Toller Tipp. Genau, die Idee dabei ist einfach, dass wir immer wieder Gedanken haben, das wäre schön. Also ich habe zum Beispiel jahrelang, das wäre schön, wenn ich mehr Sport machen würde. 3-mal die Woche Sport war immer so mein Gedanke. Ich habe das nie realisiert, bis ich dann eines Tages gesagt habe, die Freude oder erkannt habe, die Freude, einen fitteren Körper zu haben, einen gesünderen, stärkeren Körper, reicht nicht aus, um 3-mal die Woche Sport zu machen. Also habe ich mir, es gibt ja 2 menschliche Motivatoren. Das eine ist die Freude an etwas zu haben, irgendwelche Fortschritte, Erfolge. Und das andere ist, wenn man Schmerz vermeiden will. Jetzt hatte ich keinen Schmerz, ich war gesund, aber ich habe mir einfach dann selber einen Schmerz gebaut. Ich habe zu meiner Frau gesagt damals, das ist glaube ich so 5, 6 Jahre her, wenn ich nicht 3-mal die Woche Sport mache, dann kriegst du von mir 100 Euro. Und das war mein Schmerz, den ich mir selbst gebaut habe, 100 Euro, weil ich wollte die meiner Frau nicht geben, also sie hatte genug Geld. Und ich musste dann in Woche 2 auch gleich bezahlen, 100 Euro. In Woche 3 und 4 war ich dann so geschockt von den 100 Euro oder war so genervt, dass ich es bezahlen musste, dass ich dann wieder Sport gemacht habe. In Woche 5 musste ich wieder bezahlen. Meine Frau hatte zwischendurch schon so ein Marmeladenglas genommen, wo drauf stand Sportkasse, hatte das in meinen Badezimmerschrank gestellt und die 2 50-Euro-Scheine in Woche 2 reingepackt. Die waren dann in Woche 4 oder 3 waren die plötzlich weg. Da hat sich dann mal Schuhe gekauft, wie das halt so ist. Und das war für mich auch nochmal eine Erhöhung des Schmerzes, dass sich auch noch Schuhe kauft. Und sieht natürlich toll aus, ja, tolle Schuhe waren das, sah toll aus. Aber für mich war es eine Erhöhung des Schmerzes. Und dann habe ich Woche 5 nochmal bezahlt. Und seitdem musste ich nicht mehr bezahlen. Warum musste ich seitdem nicht mehr bezahlen? Weil sozusagen das dann, also am Anfang war der Schmerz eine Motivation,
das Sport zu machen, also die Vermeidung des Schmerzes, nämlich 100 Euro zu bezahlen. Und nachher war es eine neue Gewohnheit. Ich habe heute Morgen, also jetzt vorhin in der Mittagspause, habe ich heute meine Übung gemacht. Gestern war ich Mountainbike fahren und am Samstag war ich beim Capoeira. Also ich muss nicht mehr mich überreden, dreimal die Woche Sport zu machen. Das ist eine Gewohnheit für mich inzwischen. Ich habe auch so ein paar Apps, wo ich im Hotelzimmer auch ohne Fitnessgeräte in 15 Minuten was machen könne, wo ich schon merke, dass meinem Körper das was bringt. Also der Punkt ist Freude und Schmerz. Und ich habe auch schon mal einen Obdachlosen 20 Euro geben müssen, weil ich gesagt habe, ich will diese Aufgabe heute bearbeiten. Da war ich zu faul, habe ich es nicht gemacht, musste ich 20 Euro bezahlen. Am nächsten Tag habe ich es natürlich gemacht, wollte ich nicht schon wieder dem Obdachlosen 20 Euro bezahlen. Das war zwar toll, wenn einem Obdachloser einem die Hände küsst, ja, wegen der 20 Euro, aber das, also diesen Schmerz, die Frage ist, was für einen Schmerz baut man sich? Und als ganz wichtig noch als Ergänzung ist, das funktioniert nur, wenn man das auch wirklich will. Weil immer wieder mache ich das auch in meinen Seminaren, dann suche ich einen Freiwilligen, der sich dann vor der Gruppe sozusagen committen darf, etwas zu tun, eine bestimmte Anzahl von Sport oder was. Aber nur wenn man es wirklich will, zieht man es dann eben auch durch. Also wenn man einem nur die Idee gefällt, das wäre ganz schön mal, nicht so viel Fertigpizza zu essen oder weniger Zucker oder weniger Alkohol, was alles so für Ziele geben könnte, persönliche. Oder auch einfach Fortschritte zu machen bei seinem beruflichen Ziel. Man darf sich halt selbst nicht in die Tasche lügen. Dann geht der Trick natürlich nicht. Weil sage ich, ich würde das gerne, aber ich bezahle dann nicht wirklich. Oder ich bezahle nur einmal und dann höre ich damit wieder auf. Ja, dann nimmt man sich halt dann nicht ernst. Ne? Das ist die Gefahr dahinter. Und also wie gesagt, ich finde diese Idee, quasi sich selbst ein bisschen zu schubsen, in eine gute Gewohnheit zu kommen, eigentlich ganz faszinierend. Also ich habe sie sehr gerne von dir übernommen, als ich es gestern noch gelesen habe bei der Vorbereitung zu unserem Podcast jetzt. Und bin jetzt mal gespannt, wie das bei mir funktioniert. Also mir grauselt schon von dem Schmerz, den ich mir da selber auferlegt habe. Ja. Also von daher bin ich jetzt mal gerade sehr motiviert. Genau, und es ist auch nicht schlimm, wenn du den Schmerz ein, zwei Mal reingehen musst und das machen musst, weil du dann ja noch mehr weißt, Mist, diesen Schmerz will ich auf keinen Fall. Da strenge ich mich nächste Woche lieber ein bisschen mehr an, dass ich wieder meine 3 Videos pro Tag schaffe oder was auch immer du dir da als Tagesziel oder Wochenziel gesetzt hast. Genau. Also ruhig den Schmerz reingehen, ruhig bezahlen, weil und wenn der Schmerz übrigens dann zu leicht ist und man sagt, naja gut, war jetzt nicht so schlimm, 20 Euro oder so dem Obdachlosen geben, man macht es trotzdem nicht, dann ist der Schmerz nicht groß genug. Ja, das ist mir gestern auch schon aufgefallen. Ich habe mir so nette Sachen ausgesucht, wie Geld ans Tierheim überweisen, aber mir liegen Tiere sehr am Herzen oder an die Umweltorganisation, das liegt mir auch alles sehr am Herzen. Das hätte ich wahrscheinlich ganz leicht getan. Und gesagt, der ist ja für einen guten Zweck. Aber jetzt habe ich mal was ausgesucht, wo ich nicht dahinter stehe und denke mir, auf gar keinen Fall. Oh mein Gott. Da will ich jetzt was sagen, aber ich will nicht politisch werden, was man da machen könnte, wie man da Geld geben könnte. Hör bloß auf. Nee, du hast sowas und machst das und machst dann beim Ziel nicht. Ja. Nee, das, also von daher bin ich jetzt wirklich, also ich fand's gut. Ich dachte mal, da habe ich so richtig so körperlich gespürt, boah, das will ich auf gar keinen Fall. Das nehme ich jetzt, das traue ich mich jetzt. Nee, also wenn es klappt von der Motivation, super. Und wenn du es halt mal machen musst, okay, dann kriegt halt irgendwer die 50 Euro oder wie viel auch immer. Oder 100, oder das, jeder kann übrigens den Schmerz selbst festlegen. Für einen Student ist es vielleicht 10 Euro und für meinen Teilnehmer, der meinte, nee, ich muss 200 Euro, 100 sind mir zu wenig. Da tut es auch nicht weh, das merke ich noch nicht, gell? Ja. Und dann veräppelt man sich selbst. Ja, also auf alle Fälle eine perfekte Idee und von diesen Ideen, liebe Podcast-Hörer, sind da ganz viele drin und sehr praxisnah. Mir quält dein Buch sehr, sehr gut und mir gefallen auch deine anderen Bücher sehr, sehr gut, auch dieses Loslassen für Führungskräfte. Ich hätte jetzt noch so viele Fragen, auch zu deinem tollen Projekt nievorhergemacht.de. Da habe ich auch gestern mal reingelurrt. Das ist ja ein ganz tolles Projekt. Markus, vielleicht reden wir da noch 5 Minuten drüber, dann ist unsere Zeit leider schon zu Ende. Aber ich denke, das ist es wert, weil ich persönlich bin davon überzeugt, wenn wir in die Herausforderung gehen, manchmal sage ich ganz gern erst Ja sagen, dann Schiss kriegen. Also wenn wir also uns etwas vornehmen, was so viel größer ist als wir selber, das ist eine echte Herausforderung, dass wir so unfassbar stolz sein können danach. Und das hast du ja auch mit deiner
die unendlich stolz Formel ausgedrückt, aber du hast es eben auch getan und das gefällt mir sehr gut. Also 5 Minuten noch für dein tolles Projekt, nie vorher gemacht. Genau, nie zuvor gemacht heißt das oder hieß das Projekt. Das war letztendlich so das Selbstexperiment zu dem Buch Tu, was du nicht kannst, die unendlich stolz Formel. Und in dem Buch beschreibe ich ja, dass wenn man jetzt zu neuen Ufern aufbricht, was auch immer das ist, neuer Beruf, neuer Lebensmittelpunkt, neues Hobby kann es ja auch sein, muss ja gar nicht gleich ein neuer Beruf sein, dann gibt es halt einen bestimmten Prozess, den man durchläuft. Und ich sage ja, man muss Sachen tun, die man dann eben noch nicht kann. Tu, was du nicht kannst. Mhm. Da habe ich eben mit Freunden zusammengesessen und dann gesagt, ja, was machst du denn eigentlich, was du, um dich herauszufordern, was du nicht kannst? Und dann habe ich entsprechend gesagt, okay, dann sind wir nach einigen Hin und Her zur Idee gekommen, ich reise 4 Wochen von Hamburg zur Zugspitze ohne Geld. Mhm. Ich muss also jeden Tag jemanden suchen, der mich mitnimmt, der mir was zu essen gibt und der mich zu Hause bei sich schlafen lässt. Mhm. Und dafür habe ich habe mir auch so eine Route ausgedacht. Ja, ich hatte auch eine Agentur, die hat mir geholfen, das Ganze auch so ein bisschen aufzubereiten. Wir haben jeden Tag viel Fotos gemacht und Videos. Und ich hatte noch einen Kameramann mit dabei. Fabian ist inzwischen ein guter Freund geworden. Den habe ich damals dafür gewonnen, dass er mitkommt. Ich kannte ihn vorher nicht. Er ist ein Student, ein Fotograf. Und er hat die Reise begleitet. Wir sind zusammen auf Wanderschaft gegangen. Also wir sind nicht zu Fuß gelaufen. Wir sind getrennt zwischendurch und haben das immer dokumentiert. Fabian hat ganz viele Fotos gemacht, Videos. Und jeden Tag hat dann die Agentur ein Video zusammengeschnitten, was dann jeden Tag eben veröffentlicht wurde. Also wer auf www.niezuvorgemacht.de geht oder bei YouTube Hashtag nie zuvor gemacht eingibt, der findet die ganzen Videos, die wir damals produziert haben. Und das war einfach unheimlich schwierig. Also diese Tu, was du nicht kannst, jeden Tag jemanden anquatschen in der Fußgängerzone. Also ich kann Leute ansprechen, schon okay, aber sie zu überreden innerhalb von 1-2 Minuten, ich muss ja als Mensch überzeugen, die kennen mich nicht und sollen mich jetzt bei sich zu Hause schlafen lassen. Das war meine tägliche Angst oder Unsicherheit sozusagen. Wo finden wir einen Schlafplatz? Wir haben immer einen Schlafplatz gefunden. Also immer zu zweit, also es brauchte immer für beide ein Plätzchen. Es brauchte immer für beide einen, ja. Ich habe einmal geschummelt, nachdem die ersten 3 Tage so ätzend waren, habe ich dann meine Mitarbeiterin angerufen und gesagt, hier, besorg doch mal für die nächste Stadt oder übernächste Stadt für Bochum, ruf mal 10 Hotels an, ob die uns nicht ein Hotelzimmer sponsern. wir machen auch ein bisschen Werbung fürs Hotel. Und dann war dann in Bochum, glaube ich, waren wir dann das Hotel vergessen. Aber damals habe ich dann Werbung ein bisschen für die gemacht. Aber ansonsten mussten wir halt immer, und wir über den Newsletter hatten wir auch, glaube ich, 3 Übernachtungen auf der Strecke, wo wir schon wussten, wenn wir in die Stadt kommen, haben wir eine Übernachtung. Und ansonsten mussten wir aber immer diese Übernachtung spontan finden. Das war unheimlich aufregend. Und am Ende haben wir es geschafft, auf die Zugspitze zu kommen und einfach eine unheimlich große Befriedigung und eben auch Stolz, so ein verrücktes Projekt geschafft zu haben. Ja. Das Sinnbild soll das natürlich sein. Wir haben auch ganz viele Leute interviewt. Also wer dann noch in 2016 in einem Podcast nachschauen will, ganz viele Leute interviewt auch, die wir gefragt haben, was habt ihr gemacht? Was habt ihr euch schon Großes getraut? Da war eine Frau, die geht immer alleine weg, ja. Das macht überhaupt nichts aus in Freiburg, auch ohne da irgendwie belästigt zu werden. Andere machen mit ihren Kindern eine Weltreise um die ganze Welt, inklusive so Mexiko und asiatische Länder mit Kleinkindern. Also es gibt die verrücktesten Sachen, die man machen kann, wenn man sich einfach auf den Weg macht, wie du sagst, Ja sagen und dann hinterher Angst haben. Das war mir auch so. Ich habe Ja gesagt, dann hatte ich einen Monat lang das mulmige Gefühl, bis ich endlich losgemarschiert bin, Mitte Juli, im Juli 2016. Und dann im August war ich irgendwann auf der Zugspitze. Also das ist einfach Sinnbild dafür, traut euch was Großes, was Verrücktes, wo andere auch sagen, hä, bist du doof oder was? Aber wenn man das glaubt, dann macht's einen, dann findet man auch Wege, das irgendwie zu realisieren. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man, wenn man anfängt, noch gar nicht so genau weiß, wie man es hinkriegt. Man hat dann zwei Ideen, aber es wird alles dann doch irgendwie anders. Genau, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Mit jedem Tag wird man ein bisschen mutiger, mit jedem Tag wird man ein bisschen vertrauter mit dem jetzigen, was jetzt ist. Ich mache ja jedes Jahr im August eine kreative Auszeit.
Da begebe ich mich meistens in eine Umgebung, die ich überhaupt nicht kenne, und da miete ich mir was an oder einer meiner Freunde hat da irgendwas. Also letztes Jahr war ich in Holland in einem Wohnmobil ähnlichem Teil, das heißt anders, das steht da fest. Und ich fand das ganz, ganz toll. Und da richte ich mich dann ganz neu ein. Und dann bin ich 4 Wochen einfach jemand anders, ne? Der anders lebt, der anders denkt. Also ich denke dann meistens strategische Sachen mir aus und was ich so tun will, laufe da rum, immer ganz, ganz alleine. Mhm. Und ich finde das wirklich eine schöne Sache, um mal mit sich zu sein, um mal auch zu gucken, geht's eigentlich mit mir? Entschuldige. Aber dein Projekt hat mir sehr gefallen, hat mich sehr inspiriert. Also du bist eine einzige Inspirationsquelle, lieber Markus. Und ich hätte noch so viele Fragen, aber ich glaube, ich lade dich einfach nochmal ein, dass wir auch nochmal über deine 2 weiteren Bücher reden können. Eben Loslassen für Führungskräfte, so ein wichtiges Thema, das hat es eigentlich ganz nah bei dem, was wir 2 gerade geredet haben, sich mal trauen, sich rauszunehmen, ja. Mal trauen, den Mitarbeitern das Feld zu überlassen. Die Welt bricht nicht zusammen, wenn wir krank sind, müssen wir das auch. Und tun wir es doch lieber, wenn wir kraftvoll sind, uns zu trauen, sich mal rauszunehmen. Und natürlich auch dein anderes Buch Führen wie ein Löwe, finde ich hochspannende Ansätze. Aber nun ist im Moment unsere Zeit aus. Aber wie gesagt, die Einladung steht schon für den nächsten Talk, dass wir zwei nochmal sehr gerne über diese Themen sprechen, die ich hochspannend finde und die meines Erachtens auch immer wichtiger werden. So, zum Schluss, lieber Markus, du hast schon so viele Tipps rausgehauen, dass ich jetzt nicht frage, welche 3 Tipps du für meine Hörer hättest. Sondern ich frage dich eher, wenn wir so an uns denken, jetzt in wilden Zeiten, wir sind in wilden Zeiten unterwegs und Krisen kommen immer wieder, die hören ja nicht auf. Was glaubst du denn, was in deinen Augen in Zukunft grundsätzlich wichtig wird für uns als Gesellschaft, für uns als Menschen? Das ist eine gute Frage zum Abschluss. Da denke ich kurz nach. Gern. Ich glaube, dass es für jedes Individuum wichtig ist, sich bewusst zu sein, wer bin ich? Das ist ja auch eine Wiederholung, weil wir es schon mal angeteasert haben. Was sind meine Stärken? Was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Erfahrungen? Positive Erfahrungen und auch Scheitererfahrungen. Das zum einen. Und das andere, wer sind meine Unterstützer auf meinem Weg? Also wer ist in meinem Team? Und ich empfehle sehr gerne, immer mal wieder hinzugucken, gibt das Zitat von John Roone, dem amerikanischen Autor, und der sagt, wir sind der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Ja. Und dass wir immer mal wieder hinschauen, wer sind denn privat die 5 Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen? Und geben die mir Energie, dann kriegen sie ein Doppelplus. Oder ziehen die mir ohne Ende Energie ab, dann kriegen sie ein Doppelminus oder irgendwas dazwischen. Und die Zeit mit Menschen zu intensivieren, auszubauen, die uns ein Doppelplus geben oder ein Plus geben. Und die Zeit zu reduzieren, zu minimieren oder sogar zu eliminieren von Menschen, die mir Energie wegnehmen, die Energievampire. Und die mir einen Stecker ziehen, gell, wie man so schön sagt. Und auch nicht davor zurückschrecken, wenn das welche sind in der eigenen Familie. Auch da gibt's da, muss man es vielleicht auf ein Minimum reduzieren. Aber wir können ja auch bei uns nahestehenden Personen, Nachbarn oder so, Leute, die man eigentlich immer so trifft, aber ich muss mit dem trotzdem nicht jeden Tag eine Stunde mich unterhalten oder auf der Familienfeier mit dem viel Zeit verbringen, wenn es ein Mensch ist, der mir einfach nicht gut tut. Und dann wirklich zu sagen, was tut mir denn gut? Und vielleicht, was tut mir gut, das dann entsprechend ausbauen. Eine dritte Sache vielleicht noch, und das ist für andere da sein und geben. Immer wieder anderen helfen, so wie man das eben kann. Kann finanziell sein. Ja, es gibt auch was ich spende. Ich spende immer an CO2-Projekt seit 2012 schon jedes Jahr, was die CO2-Reduktion auf dem Planeten reduziert. Also was auch immer wir haben, dass wir immer wieder durch unseren Beruf, bei dir ist es ja auch so, Silvia, dass wir Menschen geben durch unsere Lehre oder durch unsere Trainings, Seminare, Reden, die wir halten. Und das, glaube ich, ist was anderes ganz Wichtiges, einen positiven Beitrag zu leisten, anderen Menschen gegenüber. Auch so in Gesprächen, wenn jetzt anfangen, die Leute so zu lästern, wie schwer alles ist, dann auch mal da was sagen und sagen sie entweder, also was ich schon manchmal sage, ich möchte darüber nicht sprechen.
weil es ist ein Thema, was mir Energie gerade abzieht. Finde ich doof, können wir vielleicht das Thema wechseln. Oder aber dann einfach Leute darauf hinzuweisen, was sie tun. Dass wir die Art und Weise geben, dass wir eine positive Energie geben, dass wir positive Gespräche führen, helfen, finanziell oder auch persönlich. Du bist auch bei der GSA sehr engagiert. Ja. Dass wir einfach geben, ich bin GSA in Hamburg hier engagiert, dass wir immer wieder geben und Beiträge leisten. Und ich glaube, wenn das immer mehr Menschen machen, dann wird es unserer Gesellschaft auch besser gehen, weil es tut sowohl gut zu empfangen, es tut aber noch mehr gut, glaube ich, zu geben. Insofern, ja. Frage an jeder, die sich selber stellen kann, da draußen die Hörerinnen und Hörer, was könnt ihr tun, welche Expertise habt ihr, um anderen Gutes zu tun? Ganz wunderbar. Lieber Markus, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr fürs Dasein. Sehr gern. Für deine inspirierende Art, für deine Offenheit. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mich mit dir jetzt eine Stunde lang zu unterhalten. Ja, hat mir auch Spaß gemacht, Silvia. Alles schön. Ich freue mich aufs nächste Mal. Na, unbedingt, so machen wir das. Ja, also liebe Zukunftspower, dir möchte ich jetzt noch diesen einen Aspekt mitgeben, vielleicht diese Woche einmal drauf zu schauen, wo kann ich einen positiven Unterschied machen für mich und vielleicht auch für andere. Ich glaube, wenn wir das bewusst mal eine Woche lang tun, dann fällt uns schon auf, was alles möglich ist. Das wünsche ich dir jetzt und sag Servus und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft. Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.